Hi, ich bin Julian und das ist eins meiner Lieblingsrezepte, wenn es mal schnell gehen soll. Vegetarische Spaghetti Bolognese mit Linsen und roten Zwiebeln. Das Rezept gibt's für euch natürlich auch in der Videobeschreibung zum Runterladen. Das Rezept reicht für 4 Personen, die Zubereitung dauert etwa 35 Minuten. Zunächst brauchen wir 200 Gramm rote Linsen. Die werden gründlich abgebraust. 3 Knoblauchzehen und 2 rote Zwiebeln werden geschält und beides dann klein gehackt. Dann 5 Esslöffel Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und Knoblauch und Zwiebeln goldbraun darin anrösten. Dazu geben wir einen halben Esslöffel Tomatenmark, untergerührt und kurz mitgeröstet, und eine Dose stückige Tomaten, etwa 400 Gramm. Alles dann mit 500 ml Gemüsebrühe ablöschen und die Linsen dazugeben. Die Soße aufkochen und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Inzwischen können wir schon die Spaghetti aufsetzen. Wir brauchen 500 Gramm und die werden nach Packungsanleitung bissfest gekocht. Die Soße noch mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die Spaghetti abgießen und abtropfen lassen. Die Spaghetti können jetzt mit der Linsenbolognese serviert werden und noch nach Belieben mit Petersilie und Schnittlauch bestreut werden. Dazu passt ein trockener italienischer Rotwein, zum Beispiel ein fruchtiger Primitivo. Na dann, bon appétit!